Herzlich willkommen im Land der Fjorde. Wir sind hier in Norwegen und ich habe eine Challenge für dieses heutige Video. Ich esse das, was ich fange und mache mir natürlich noch ein kleines Biwak am Strand bzw. eine Übernachtung auf dem Zelt. Ist so ein bisschen Outdoor heute angehaucht. Wir schauen, hoffentlich ist mein Abendbrot. We got fire, baby! Alter, wo bin ich hier, ey? Herzlich willkommen im Land der Fjorde. Junge, geilo. Ich glaube, das Beste, was ich haben kann, habe ich gefunden. Hier ist so eine einigermaßen ebene Fläche. Ich baue erstmal das Shelter auf, weil nachher beim Angeln ist eh Dämmerung besser. So, was brauchen wir? Wir brauchen Isomatte, Schlafsack und eine Unterlegplane. Das Zelt ist jetzt soweit fertig aufgebaut, das ist das Setup. Ich habe das Außenzelt jetzt weggelassen, damit ich mehr sehen kann und mehr Luft habe. Aber wir können schon mal Holz holen, das ist schon mal eine gute Idee. Das sieht zum Beispiel ganz gut aus schon mal. Da oben ist Totholz, da müssen wir hin. Das noch ein paar Mal. Ich gucke erstmal nach einer toten Birke. Die ist allerdings noch lebendig. Hier stehen halt wirklich fast nur Kiefern. Und ich habe keinen Zunder. Da, da oben sind Birken. Das platzt ja schon von alleine ab, der Kram hier. So Leute, ich würde sagen, wir können uns jetzt der Nahrungsbeschaffung widmen. Sprich mal ein bisschen angeln. Was nehmen wir als Köder? Ich würde sagen, Hauptfisch. Art, die ich ganz gerne hätte, wäre vielleicht Pollack, vielleicht auch Makrele. Hier schön 30 Gramm, den hänge ich mal ran. Wir haben jetzt schon ein paar Schulen Makrelen gesehen, dafür nehmen wir jetzt wieder den Zocker. Kennt ihr? Fisch, endlich! Die erste Makrele wahrscheinlich. Ah, scheiße, immerhin mal ein Fisch. Ich habe jetzt den Köder nochmal auf den Gummifisch gewechselt. Und gerade sogar einen Pollack als Nachläufer gehabt. Ist echt nicht so einfach irgendwie heute. Fisch on! Erster Fisch. Kämpft recht eigenartig auf jeden Fall. Ich stehe nur mitten vom Abgrund, Leute. Ich musste mal ein bisschen weggehen jetzt. Ach du Scheiße, ey. Hoffentlich ist das mein Abendbrot. Ich habe dort drüben Richtung die Insel geworfen, da stand vermutlich ein Pollack, ich weiß es nicht. Hier habe ich eine Chance, ihn zu landen, da unten. Dann müssen wir es reinkriechen. Ne? Alter, ich kann nebenbei klettern. Aber ich drehe ihn vorsichtig, ich habe wirklich Hunger. Ich habe nichts zu essen, außer ein scheiß Essgetränk und das will ich jetzt eigentlich nicht trinken. Schön vorsichtig, ich gebe ihm Zeit, ich gebe ein bisschen Bremse auf, dass er ziehen kann, wenn er will. Ich muss nur aufpassen mit dem Riff da unten. Alter, er nimmt meins ernst. Geh weg von denen. Ein Dorsch! Alter, Leute! Ich habe ewig keinen Dorsch mehr gefangen. Geilo. Sehr schön. Geil. Natürlich leicht verarzen. Geil. Das ist ein schöner Dorsch. Und den guten Kollegen haben wir es gleich schön übers Feuer. Alter, Leute, guckt euch diesen Magen an. Was hat der denn alles gegessen? Das gucken wir uns gleich mal an. Ey. So, öffnen wir mal den Magen. Das sieht mir aus wie kleine Sandaale, würde ich sagen. Interessant.
We got fire, baby! Schon mal vorbereiten einfach. 4. Das ist aber haarscharf jetzt. Aber. So, ich würde sagen, wenn das Feuer abgebrannt ist und noch ein bisschen Glut über ist, dann können wir auch hier einen guten Fisch draufhauen. So, gucken wir mal, ob das durch ist. Ich schätze mal schon. Ja, das ist, glaube ich, das ist... Ich glaube, das ist nun wirklich durch. Es ist nicht das vielseitigste Essen und auch nicht gerade vegetarisch, aber ja, von da raus, aus dem Meer geholt und jetzt in der Pfanne. Das hauen wir jetzt rein und lassen den Abend ausklicken hier am gemütlichen Feuer und ein kleines Biwak. Ja, das ist ja kein Biwak, aber hier eine Übernachtung mit Blick aufs Meer. Das ist gar nicht übel. Mit der Zitrone ist so ordentlich Pfiff drin. Salz und Pfeffer. Kann man machen. Genau, und morgen früh können wir dann nochmal früh aufstehen und dann nochmal gucken, ob da noch ein Fisch geht. Und dann ist auch gut, würde ich sagen. Dann reicht das. Dann ist die Karte auch voll. Also lasst mich erstmal essen. Haut rein. Ja, guten Morgen. Die Nacht war echt kalt. Hier drin ist es relativ klamm, also ich habe das Überzelt drüber gemacht. Ja, aber geschlafen habe ich okay. Wir werden jetzt aufstehen. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal an den Strand runter und gucken, ob wir noch einen Dorsch oder so, einen Pollack am besten oder einen Seelachs erwischen. Oder eine Makrele. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus hier. Da sind schon wieder Makrele. Vielleicht wechseln wir sonst gleich erstmal direkt auf eine kleine Mini-Pilger wieder. Da sind sie schon wieder. Man sieht sie von hier. Soll mir einer sagen, man muss sich hier nicht anstrengen. Ah, oh Gott. Was war das? Ich glaube, ein Mini-Pollack. Ja, schon wieder Makrelen, ne? Die gucken echt nicht, ne? Die kannst du nicht fangen.